hier. Deswegen sind das alles jetzt Ruinen und ups! Jetzt mache ich Esel natürlich auch noch. Mach ich schon den Boden kaputt. Irgendwie passen die Fenster hier auch gar nicht, weil weiß schon. Einfach hier die Sicht gesperrt. Das müssen wir noch ändern. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern hier. So. Ich bin schon wieder im Baufieber. Ich will am liebsten nur bauen. Nein. So, Werkbank. Was können wenn wir hier alles denn herstellen? Einen Hocker, einen Zaun, einen Holzfensterrahmen, goldenes Osterei. Okay. Ein Amboss zur Herstellung metallener Gegenstände, okay. Eine Truhe. Ist natürlich schon mal perfekt. Dazu brauchen wir Kupfererz. Okay, haben wir ja. Einen Schmelzofen. Und einen Altar. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Schmelzofen. Eine Truhe wäre nicht schlecht. Und ein Altar wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich hoffe, mein Material reicht dafür. Aber ich brauche noch ein bisschen Holz und ein paar Steine. Also Steine finde ich hier. Moment. Reparieren wir gleich mal. Und wir brauchen auch noch Steine, nicht nur für den Schmelzofen, wir brauchen nämlich auch noch Steine, um diese Schleife wieder herzustellen. Die wir dann auch noch brauchen. Um unser Werkzeug wieder zu reparieren. Deswegen bauen wir ein bisschen mehr Steine ab. Ah, das ist Erde, okay. Das ist Stein, das ist Stein, das ist Stein, das ist Stein. Okay, haben wir hier eine Steingruppe. Aber wir haben leider keine Kohle hier. Oder ist das Kohle? Erdblock. Hat ausgesehen wie Kohle, ehrlich gesagt. Okay, macht ja nichts. So, jetzt haben wir hier nochmal Stein. Den nehmen wir auch noch mit. So, dann brauchen wir ein paar Bäume, die wir noch platt machen. Ich will natürlich alles hier dann ein bisschen besseres Feeling machen und ein bisschen schöner bauen. Oh, wir müssen unser Werkzeug ein bisschen reparieren. Geht, glaube ich, nicht ganz gar kaputt. Aber ich glaube, wenn wir es reparieren, dann bauen wir ein bisschen schneller ab. Also ein bisschen Holz. Hier haben wir auch noch Steine. Nehmen wir auch noch mit. Und ihr merkt, wir kriegen auch ein bisschen EP davon, wenn wir hier ein bisschen umbauen. Alles Werkzeug geht wirklich schnell kaputt. Aber ich glaube, das ist am Anfang so. So. Hier will ich auch noch ein bisschen umbauen und ja. Vielleicht da den Berg ein bisschen wegmachen, dass wir hier unser Haus ein bisschen vergrößern können. Weil wir wollen es doch gemütlich haben, sozusagen. Das Haus sieht auch noch aus wie eine Ruine. Das Schildchen bräuchte man, glaube ich, auch nicht mehr. Wir wissen ja, was drauf gestanden war. So, dann würde ich sagen, haben wir schon ein bisschen genug Material. Was ist denn das? Ah, okay, das haben wir ja mit Tutorial gehabt. Wir können die Werkbank natürlich auch noch aufwerten. Okay. Aber ich möchte erstmal... Genau, einen Schmelzofen herstellen. Jetzt sogar ziemlich fix einen Altar herstellen, wenn es möglich ist. Und eine Truhe.
Oder am besten gleich zwei Truhen. Ich weiß ja nicht, was ich so alles noch bekomme, deswegen am besten mal zwei Truhen. So, achso, ich muss das Ganze ja praktisch ins Inventar ziehen, dass ich das auch aufbauen kann. Okay. Mit Q können wir das Ganze drehen. Okay, ist schon mal gut. Ich würde sagen, den Altar, den stelle ich dahin. Den Schmelzofen würde da gut hinpassen. Dann die Truhe. Ah, ich glaube... Nee, andersrum. So, genau. Einmal hier in die Ecke und einmal hier in die Ecke. Sieht doch schon ziemlich heimisch und gut aus. So. Dann würde ich sagen, was können wir noch alles herstellen? Also ein paar Schleifsteine kann ich mir jetzt schon mal herstellen. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Baumwolle. Alabasterbusch können wir. Smaragdbaumsetzlinge und Frühlingsbaumsetzlinge. Okay, die können wir dann draußen alle schön verteilen, dass alles wieder schön wächst. Was können wir hier? Veredelter Stromquarz. Okay, da können wir den Quarz veredeln. Stromquarzstaub und grünender Smaragdstaub. Okay. Okay, das können wir praktisch mit dem Altar machen. Was können wir hier? Stellt 52 Leben wieder her. Benötigt Altar. Okay. Blitzschlag. Schießt einen Blitzschlag auf einen Gegner und verursacht dabei Stromschäden. Blitzschlag 2. Schießt einen Blitzschlag auf einen Gegner und verursacht dabei Stromschläge. Der Gegner ist verflucht und erhält erhöhten Stromschaden. Okay. Was ist das? Toben. Stößt einen Schrei aus, der den verursachten Nahkampfschaden für 10 Sekunden um 20% erhöht. Jede Charakterstufe erhöht den Schaden zusätzlich um 1%. Wow. Hört sich auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht an. Um ehrlich zu sein. Okay. Ein Kupfersense, ein Kupferstab der Natur. Berührer der Natur. Okay, das sind diese magischen Sachen. Kann ich da mehrere Charakter gleichzeitig spielen? Hm. Aber glaube eher nicht, weil unsere Skillung, die ist ja eigentlich auf Jäger. Die ist ja auf Jäger. Okay, wahrscheinlich geht es hier nur bis Level 30. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist ja ein Alpha-Spiel. Das wird ja weiterentwickelt. Ich denke mal, da kommen noch einige Level dazu. Aber bis wir Level 30 sind, wird es schon noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Okay. Was wollen wir denn noch? Also eine Werkbank haben wir schon mal. Ich würde sagen, die Werkbank, die könnte ich mal... Moment. Genau. Die Werkbank wollte ich aufstocken. Brauche ich noch ein bisschen Holz. Okay. Und dann können wir unsere Setzlinge auch gleich mal hier aussetzen. Weil dann bekommen wir hier natürlich auch ein bisschen mehr Platz. Unter anderem. Und unter anderem wächst dann wieder was nach. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das so schön ist, wenn die da wachsen. Aber mal gucken. Mal gucken, mal schauen. Zur Not können wir es ja wieder abreißen und woanders hinbauen. Ist
ja nicht so dramatisch. So, was sind das für Viecher? Oha! Ah, die sind genauso wie diese... Wie auf dem anderen Planeten, diese Feuerdinger. Die kommen nur nachts raus. Ah! Boah, die machen ganz schön Schaden, muss ich sagen. Aber wenn man sie vom Weiten angreift, dann hat man eine bessere Chance. Aua! Und ich denke mal, es ist gar nicht gesund, wenn wir in diesen Strahl reinkommen, also in den Kreis, was die da produzieren. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich nicht so gesund sein. So. Ich wollte eigentlich Holz haben, gell? Also so viel Holz haben wir hier gar nicht, ehrlich gesagt. Was bist denn du? Ein Babagei. Ein Ei haben wir bekommen. Aber ein Babagei habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Okay, dann holzen wir mal ein bisschen. Also ein paar Bäume fällen wir mal. So, wieder ein bisschen Holz bekommen. Dann können wir die Setzlinge natürlich wieder benutzen. Einen Haufen Baumwolle haben wir hier. Wow! Alter! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Scheiße. Toll, schöne Axt. Aua, ich sehe nichts. Ah, wir haben ja Gott sei Dank noch Fackeln von den anderen Viechern aus der Wüste. Alter Schwede. Ja. Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwo... Aua! Kann man die wieder abbauen? Ah, kann man wieder abbauen. Das Schöne dran ist, finde ich wenigstens realistisch, wenn wir eine Fackel in der Hand haben, dass wir sozusagen Licht die ganze Zeit haben. Das finde ich schon mal sehr gut. Aber was ich nicht so toll finde, ist, dass ich hier irgendwie in ein Loch geflogen bin und jetzt hier komplett unter die Erde gekommen bin. Okay, das ist ja noch unterhöhlt. Ich wüsste gar nicht jetzt mehr, wo das Loch ist. Okay, hier kommen wir runter. Da ist so eine Made. Sag mal, hier. Na super. Die Frage ist nur, wie komme ich wieder nach oben? Wir machen sie einfach mal kaputt. Oh, Level 3 erreicht. Wunderbar. Meine Fackel will ich natürlich noch schnell mitnehmen. Und wir schauen mal schnell in den Charakter rein. Stufe 3, plus 3, plus 4, plus 3, wunderbar. Und ab Stufe 5 bekommen wir wieder neue Möglichkeiten, was wir auswählen können. Okay. Ah, okay, da ist praktisch die... Ah, das ist so gebaut, dass wir hier runterkommen, okay. Interessant, und hier kommen wir wieder hoch. Boah, sieht das geil aus. Es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus.
Okay, aber hier komme ich nicht hoch. Moment. Zurück zur Landestation, genau. Da war ein Loch, wo wir einfach mal runtergeflogen sind und haben uns die ganze Insel mal von unten angeguckt. So, dann würde ich sagen, noch ein bisschen Holz. Bin ich immer gern dabei. Und diesmal muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht schon wieder da runterfliege. Und dann werde ich natürlich noch ein paar Bäume pflanzen. Ah, es sieht aber schon nice aus. Sieht echt schön aus. Aber ich vergesse immer wieder, wo mein Haus ist. Auf der anderen Seite. Eieiei. Ich glaube, ich werde die Bäume jetzt mal hierhin pflanzen. Einfach, dass ich am Anfang nicht so weit von meinem Haus entfernt laufen muss, um Bäume zu farmen. Pflanzen wir sie einfach erstmal hier hin. So. Damit können wir dann unsere Werkbank aufrüsten. Auf Level 2. Sieht auch irgendwie geil aus. So. Jetzt schauen wir mal, was kann man alles machen? Holzblock. Okay. Veredelte Holz, das könnte man vorher schon. Altar. Okay, das ist das Normale beim Altar, aber Holzblock. Ist der neu dazu kommen? Ich glaube es nicht. Landungsplatz, Stuhl, hoher Zaun, Tisch, klassischer Hocker, klassische Nachttisch, Truhe 2. Oh. Dafür brauche ich erstmal Eisen. Die Frage ist natürlich, wo ich Eisen überhaupt herbekomme. Da müssen wir natürlich erstmal weiter leveln. Werkbank 3 wäre dann Holz und Eisenbahn, okay. Tisch. Eine Bergbaukralle. Eine Hacke. Aus Bronze. Werkbank 2, okay. Pflückt Erdblöcke um sie in fruchtbare Ackerboden zu verwandeln. Pflanze wachsen auf Ackerboden dreimal so schnell. Das hört sich schon mal gut an. Baut Edelsteine und andere magische Blöcke effektiver ab. Hört sich auch gut an. Kupferne Spitzhacke. Baut Steine, Eisen, Kohle und Metallblöcke effektiver ab. Holzfäller-Axt. Benötigt. Werkbank 3. Baut Holz effektiver ab. Okay. Bergbaubohrer. Baut Erde effektiver ab. Das hört sich schon mal gut an, weil ich muss ja so einen Berg voller Erde weghauen. Vielleicht geht es damit echt schneller. Kupferbahn. Also ich muss erstmal schauen. Kupferbahn. Kupferbahn hätten wir hier. Dazu brauchen wir Kupfer und Kohle. Okay. Ah, wir haben kein Kupfer mehr. Ich kann nur zwei herstellen, leider. Dachziegelblock, wir Erde, Wasser und Kohle. Steinziegelblock, wir haben Erde und Stein. Ein roter Teppich wären Erdbeeren und Stoff. Oh, würde bestimmt gut aussehen. Aber mit der Verfeinerung, dann machen wir später mal ein bisschen weiter. Was brauchen wir eigentlich hier? Schmelzofen auf Stufe 2. Basaltsteinblock. Okay.
Da bräuchten wir auf jeden Fall einiges noch mehr an Material. Aber ehrlich gesagt würde ich erstmal den Erdblock machen, das Werkzeug. Also Bergbau. Und dann vielleicht noch Holzfäller-Axt. Also erstmal diese Werkzeuge. Und die Bergbaukralle wäre natürlich auch nicht verkehrt. Obwohl, die wäre sogar noch besser, weil damit könnten wir dann effektiv schneller abbauen. Aber mit der können wir halt... Ne, baut nur Erde ab. Kohle nicht. Okay. Ich würde tatsächlich erstmal die herstellen, weil da könnten wir dann mehr Rohstoffe uns besorgen. Dann bräuchte man noch ein bisschen mehr Kohle. Und dann können wir die anderen Sachen hier aus Kupfer bauen. Weil überall brauche ich Kupfer. Also denke ich mal, wäre das sinnvoller, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Bergbaukralle. Baut Edelsteine und andere magische Blöcke. Achso, nur Edelsteine und magische Blöcke. Baut Stein, Erz, Kohle und Metallblöcke effektiver ab. Ich denke mal, dann wird das das Beste sein. Dann machen wir erstmal das hier und das hier. So, dann müsste ich... Ne, wir setzen die dahin, dahin. Damals Reparierungstool. Obwohl, warte mal. So, so. Okay, und dann muss ich erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ich würde sagen, Kohle und Metalle. Dann gehen wir mal in die Kiste rein. Das Zeug nehmen wir mit, falls wir mal weiter wollen. Dass das so ein bisschen sortiert ist. Ein bisschen. Wäre besser da drüben, glaube ich, oder? Naja, ist ja egal. Ist ja nicht so schlimm. So, dann tun wir die hier mal da rein. Also die restlichen Sachen durch dann in den anderen rein. Bis ich dann so ein kleines Sortierschema drin habe. Obwohl Nahrung... Ja, wir werden uns einfach dann noch eine Kiste bauen. Erstmal fürs Grobe. So, Wasser hier rein. So, das war's dann. Das Banner können wir ja draußen dann noch verwenden. So, dann ziehen wir uns das Banner runter. Dann ziehen wir uns das hier runter. Das hier und das hier. Und schon haben wir wieder Platz im Inventar. Und dann würde ich mal vorschlagen, setzt mal das Banner mal draußen hin, dass jeder auch weiß, wir wohnen hier. Zack. So, wir wohnen jetzt offiziell hier. Und ich würde sagen, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause und beim nächsten Mal werden wir dann noch ein paar Ressourcen sammeln, noch ein paar Kreaturen jagen, noch ein bisschen leveln und andere Portale freischalten zu weiteren Inseln. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was so weiterkommt oder was jetzt also, was noch kommen mag. Und dann würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben zeigen oder dass ihr den anderen Leuten zeigt, oh, euch hat das Video gefallen. Und ja. Und natürlich könnt ihr auch ein Abo da lassen, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt von diesem recht netten
Zeitvertreibsspiel, würde ich sagen. Also mir gefällt es auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr gut eigentlich von der Grafik her. Und vom Spielspaß hat es auch irgendwie so ein bisschen Feeling, mal was anderes. Und es sieht auch nicht schlecht aus und ist auch für die jüngere Generation, also für kleinere Leute, sagen wir mal so, eigentlich recht gut geeignet, muss man sagen. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dann, euer Players Club Member, Bibi und ciao.